Bevor es auf dem Fun fängt, ganz kurz, falls ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Sind tatsächlich nur 2 Klicks, ein heftiger Support für mich und ihr verpasst dann auf jeden Fall keine einzige Folge mehr. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge, bleibt gesund. Und jetzt Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel Fillmores Feuerprobe. Erster Akt: Im Schatten der Windmühle. Er versucht abzuhauen. Na warte, Biggie, den kaufe ich mir. Sieht aus, als ob da jemand auf den Hintern gefallen ist. Hey, Officer, da liegt mein Comic und die Eismaschine fährt gleich rüber. Das ist die beste Ausgabe aller Zeiten von Newman. Und sie war im 1A-Zustand. Nun sieht das Ding mehr nach 1B aus. Oakman ist sowieso viel cooler als dieser blöde Human. Wie bitte? Die Humans repräsentieren die höchste Stufe der Evolution. Oakman dagegen sieht aus wie ein Ast ohne Zweige. Entschuldigung, meine Augen ertragen diese lächerliche Figur nicht mehr länger. Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst, als diese kleine Ratte mein Comic klauen wollte. Heiliger Otto, wo sind die denn alle hin? Entweder sind sie beim Wettbewerb, der sieht aus wie der kleine Napoleon, oder beim Minigolfturnier. Für den Napoleon-Wettbewerb bin ich zu groß und auf Minigolf stehe ich nicht so. Ihr glaubt nicht, was bei den X-Middle School Minigolf-Meisterschaften los ist. Wir befinden uns beim 17. Loch und der Favorit Cassie Shotwell liegt 4 Schläge vor dem Champion des Vorjahres, Ian Chilton. Und es sieht ganz so aus, als würde es auch so bleiben. Ja, voll klasse. Also dieser Kasi ist einfach unschlagbar. Was, Kasi? Hallo. Ohne sein Caddy wäre dieser Kasi gar nichts. Was redest du? Hast du die leisen Kommentare nicht gehört? Die unmerklichen Hilfestellungen? Die winzigen Gesten, die ihm zeigen, dass die Bahn einen Linksdrall hat? Ich sehe nur, dass der Typ, der Kasi seinen Putter gibt, einen riesen Fleck auf seinem T-Shirt hat. Natürlich. Du siehst ja auch nur mit den Augen, Vallejo. Du musst versuchen, mit deinem Herzen zu sehen, verstehst du? Also ehrlich, ich finde das total spannend. Hast du überhaupt keine Lust auf die Minigolfmeisterschaften? Und überhaupt nicht, ist noch untertrieben. Und jetzt, liebe Zuschauer, kommen wir zum 18. Loch. Das letzte und damit das dramatischste. Dieses Loch stellt eigentlich keine besondere Herausforderung dar. Es ist sozusagen nur noch das i-Tüpfelchen auf dem i für Cassie Shotwell. Er ist der Letzte am Abschlag. Noch 2 Schläge und er hat gewonnen. Jawohl, er hat perfekt getroffen. Aber nein, er rollt auf den Pflock zu. Ein misslungener Schlag. Was war denn das gerade? Verdammt, habt ihr das gesehen? Kann man mal sehen, sowas passiert dem Besten. Aber doch nicht Cassie Shotwell. Oh, und auch dieser Schlag ging leider voll daneben. Hey, welcher Idiot schießt mir in den Rücken? Was ist das denn? Habt ihr den Schlag gerade gesehen? Ja, habe ich. Und mein Herz weint. Wow, ich habe schon viele Minigolfturniere moderiert, aber so einen missratenen Schlag habe ich noch nie gesehen. Wie blamabel. Das gibt einen Strafschlag und damit hat Cassie seinen Sieg leider verspielt. Liebe Freunde, das war's. Ian Chilton gewinnt. Ian Chilton ist der Gewinner des Minigolfturnieres. Sehr verehrte Zuschauer, die Frage, die sich die Minigolf-Fangemeinde an der X jetzt stellen muss, lautet: Was war auf einmal mit dem großen Cassie Shotwell los? Und wisst ihr was? Das werden wir rausfinden. Filmer? Sir? Cassie Shotwell? Wir würden dir gerne ein paar Fragen zu dem Minigolfturnier stellen. Als du beim allerletzten Loch warst, hat das ehrlich gesagt ein bisschen komisch ausgesehen. Was, komisch? Das verstehe ich nicht. Es sah aus, als ob du absichtlich daneben geschlagen hast. Was für eine blödsinnige Idee. Hör zu, Cassie, deine Spezialität sind Bunkerschläge. Gut, wenn das 18. Loch extrem schwierig gewesen wäre, mit einer Windmühle als Hindernis oder so, dann wären wir nicht hergekommen, um mit dir zu reden. Also pass auf, falls irgendwas ist, wir wollen dir nur helfen. Ihr wollt helfen? Dann macht einen Abflug. Kasi, falls an der Sache was faul ist, kannst du es nur aufklären, indem du darüber redest. Falls du dich dazu entscheidest, dann ruf mich bitte an. Was für eine effektive Amtshandlung. Wir sind genauso blöd wie vorher. Allerdings. Aber du weißt doch, auch mit kleinen Schritten kommt man irgendwann ans Ziel.
Tja, die nächste Möglichkeit wäre, dass jemand das Grün sabotiert hat. Wie schade, Simon. Das ging leider daneben. Aber das läuft ja schon den ganzen Tag so bei dir. Ja, dann Fillmore, alles gut? Ja. Ja, natürlich. Wow, Donnerwetter. Das war ein guter Schlag. Eins steht fest, mit dem Grün ist soweit alles in Ordnung. Du hattest recht, Vallejo. Irgendwas ist bei diesen X-Mini-Golfmeisterschaften faul. Kasi hat den letzten Schlag anscheinend absichtlich vergeigt. Als erstes nehmen wir Chilton unter die Lupe, um zu überprüfen, ob er mit jemandem unter einer Decke steckt. Oder wir warten, ob dieser jemand einen Fehler macht. Wie das? In 2 Wochen finden die X-Middle School Open statt. Wir könnten versuchen, da irgendwen einzuschleusen. Wenn mein Plan aufgeht, müsste sich dieser jemand bei uns melden. Also, wen wollen wir da hinschicken? Natürlich Fillmore. Wie oft soll ich's denn noch sagen? Ich finde Minigolf total bekloppt, klar? Du hast nur einen Schlag beim 18. Loch gebraucht. So wie du Cassie eingeschätzt und das Grün untersucht hast, kennst du dich wohl sehr gut damit aus. Ach nicht doch. Stimmt das etwa? Hey, Vallejo, ich habe echt keine Lust drauf. Naja, und? Das ist mir völlig egal. Du bist unser neuer Undercover-Agent. In den nächsten 2 Wochen will ich dich nicht im Büro sehen. Du hast zu trainieren. Du hättest mich erst fragen müssen, bevor du mich für diesen Auftrag vorschlägst. Ganz ehrlich. Du stehst doch sonst auch auf Undercover-Ermittlungen. Was ist denn auf einmal los mit dir? Ach, egal. Jetzt ist es eh zu spät. Vallejo sagt, ich soll es machen und damit basta. Das Thema ist erledigt. Nein, Fillmore. Für mich noch lange nicht. Was hast du für ein Problem mit Minigolf? Das ist allein meine Sache. Oh, ist mein Lieblingskollege heute etwa ein bisschen zickig oder was? War mein Fehler. Also dann, bis die Tage. Zweiter Akt. Die dunkle Vergangenheit. Der war drin. Hey, O'Farrell. Verdammt, was machst du denn hier? Die Zukunft des Minigolfsports an unserer Schule steht hier auf dem Spiel. Du musst einfach gut sein. Dazu braucht man einen Caddy namens O'Farrell und eine Zauberschlägertasche. Ruhig, Danny. Ich habe 2 Wochen trainiert. Ganze 2 Wochen? Oh Mann. Ich trainiere schon mein ganzes Leben lang. Dieser Graphitschläger ist besonders geeignet für schwierige Bunkerschläge. Und in dieser hübschen Flasche ist frischer Mangosaft mit Eis. Dein Lieblingsgetränk. Tja, und das hier ist ein extra weiches Handtuch für dich, von Mutti gewaschen. Mit maximaler Weichheit und supi Saugkraft. Mir kann man nichts vormachen, ich bin der Beste. Aber O'Farrell, ich... Ich bitte dich, es ist mein Traum. Dann schmeiß mal die Flasche rüber. Und endlich zufrieden? Achtung, Test, Test. Halli, Hallöchen. Vor Ihnen steht Chris Minnesota, live von den X-Middle School Open, liebe Minigolf-Freunde. In genau 2 Tagen werden wir wissen, wer hier der beste Minigolfer an unserer schönen Schule ist. Als erster ungesetzter Spieler Cornelius Brenner Vista. Das Geheimnis an diesem Loch? Man muss am Pendel vorbeispielen. Ich gebe dir einen kleinen Tipp fürs erste Loch. Also das Grün ist flach und schnell. Du musst einfach konsequent durchziehen, mit richtig Schmackes. Oh, hier bitte sehr. Der Schläger hat eine magische Wirkung auf die Windmühle. Loch das Ding ein, Kollege. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber Buena Vista hat seinen Schläger fallen lassen. Oh, was für ein kluger Schachzug von Buena Vista. Er hat geahnt, dass es regnen würde und bewahrt sich seinen Schlag lieber für später auf, wenn es endlich wieder trocken ist. Das wird wohl morgen der Fall sein und dann werden wir mit den X-Middle School Open da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
Du hast das Haar zur Oval förmlich gerochen. Sehr clever. Ich werde mal reingehen. Nasse Wolle stinkt wie nasser Hund. Können wir uns kurz unterhalten? Schieß los, Sportsfreund. Der Boss, für den ich im Moment arbeite, gratuliert dir zu deiner wirklich erstaunlichen Leistung. Er möchte dir einen Vorschlag machen. Ach, und welchen? Ganz einfach. Er will, dass du das Spiel absichtlich verlierst. Ist das dein Ernst? Dafür bekommst du auch was Schönes. Ach ja, und im Fall einer Zusammenarbeit wirst du auch weiterhin stressfrei leben können. Na wunderbar. Verschaff mir einen Termin bei deinem Superguru und dann entscheide ich mich. Das ist aber unmöglich. Hier ist meine Nummer. Wenn du willst, dass ich den Schläger fallen lasse, wirst du es schon möglich machen. Hast du das gehört? Ja, laut und deutlich. Deine Jungs haben mich angerufen und gesagt, du willst mit mir sprechen. Du verstehst sicher, dass ich vor unserer Unterredung ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen musste. Kommen wir endlich zur Sache. Gut, ich habe eine Frage an dich. Wirst du uns bei der Aktion unterstützen? Dazu brauche ich erstmal einige Details. Naja, du verlierst, lässt andere gewinnen. Tja, und im Gegenzug hast du keine Übergriffe zu befürchten. Auf geht's. Keine Bewegung. X Middle School Security Team. Sowas. Wir werden dich festnehmen. Du wirst niemanden mehr dazu zwingen, zu verlieren. Was redest du da bloß? Ich bin Ham Sweeney. Präsident der Truppe Minigolf macht müde Menschen munter. Minigolf macht müde Menschen munter? Der Verein sorgt dafür, dass Freiwillige mit Senioren Minigolf spielen. Ich habe letztens einen anonymen Anruf erhalten, dass ein gewisser Mr. Buena Vista die Senioren andauernd verlieren lässt. Wirklich. Ich habe mich nur mit ihm getroffen, weil ich ihn bitten wollte, dass er den armen alten Leutchen auch mal eine kleine Chance gibt. Aber das ist wohl komplett nach hinten losgegangen. Officer Fillmore? Was gibt's, Kasi? Hör zu, ich wollte dir nur sagen, wer für die missglückten X-Middle School Minigolf-Meisterschaften verantwortlich ist. Los, sprich euch weiter, Kasi, bitte sag es uns. Wir sind schon ganz aufgeregt. Los, Kasi, nun komm schon. Hab ich mir doch gedacht. Diese Person hätte doch nie so viel erreichen können, wenn sie auch nur den kleinsten Fehler gemacht hätte. Ich würde mich nicht mit dem anlegen. Der macht euch fertig. Aber egal, von euch ist eh nicht mehr viel übrig, wenn ihr bei Folsom wart. Denn Ham ist nämlich ihr Neffe. Tja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lieber Kasi, du wolltest doch auch gerade gehen. Was soll diese miese Nummer? Oh, das ist keine Nummer, Officer. Ich bin nur ein Fan. Dritter Akt. 3 Schläge bis zum Ziel. Verdammt, Ruhe! Aber wir haben doch gar nichts gesagt. Ihr habt gar nichts gesagt? Dann war mein Wutausbruch völlig fehl am Platz. Offensichtlich suche ich nach einem Anlass, um meine Wut rauslassen zu können. Tja, mal sehen. Oh, na klar, da habe ich auch schon einen. Ham. Ham ist mein lieber Neffe. Ham ist euretwegen komplett traumatisiert! Und das bedeutet, ab sofort wird das Security-Team seine Ermittlungen im Minigolf-Fall einstellen, kapiert? Ich hab's vermasselt. Was hast du? Ich hätte mehr aus Ham rauskriegen müssen. Die Patrouille nach der Schule fällt aus, ich gehe nach Hause. Wenn du reden willst, dann... So wie es aussieht, willst du anscheinend nicht reden. Und, wie ist es gelaufen? Oh, frag mich das lieber nicht. Für Folsom ist es erledigt, das war's. Wir haben verloren. Verstehe. Was diesen Biggie betrifft, wir haben ein bisschen nachgeforscht. Er geht in die 7. Klasse, ist arrogant und hält sich für was ganz Besonderes. Angeblich besitzt er die größte Comic-Heft-Sammlung der ganzen Schule. Und sie wird jeden Tag größer. Wenn man dem Comicladenbesitzer glauben darf, kauft er nach jedem Minigolfturnier an der X-School jede Menge neue Regale und Schachteln. Wieso das denn? Weil er um Comichefte wettet, Dussel. Und er braucht Regale und Schachteln, um die Hefte unterzubringen. Also, wenn man um Comics wetten will, ist er die allerfeinste Adresse. Dann ist er auch derjenige, der den Golfplatz manipuliert, damit er auf keinen Fall verliert, oder? Ganz genau. Und jetzt, wo Buena Vista weg ist, hat der gute BG alles auf eine Karte gesetzt. Sieht so aus, als würde sein Plan aufgehen. Na, klasse. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Meine Hoffnungen wurden auch brutal zerstört. Weißt du, mit mir als Spitzencaddy und Filmers ganz passabel im Spiel, hätten wir echt locker gewinnen können. Was? Da dachte ich, ich komme mal vorbei, um mit dir zu reden.
Also hör mir zu. Biggie steckt dahinter. Er manipuliert die Spiele, damit er nicht verliert und seine Wetten gewinnt. Nur leider kommen wir nicht an ihn ran. Was redest du denn da für ein Blödsinn? Wir legen ihm das Handwerk. Ach und wie? Fortum hat den Fall ad acta gelegt. Da magst du ja recht haben, aber das Turnier läuft noch. Ja, na und? Hey Fillmore, morgen ist der zweite Tag der X Middle School Open. Da wirst du es allen zeigen. Biggie war so mutig, seine gesamte Comic-Heft-Sammlung zu setzen. Falls du das Turnier gewinnen solltest, verliert Biggie alles. Na, was sagst du? Tut mir leid, ich kann nicht. Aber warum? Schon vergessen, was du Kasi gesagt hast? Wenn da irgendein krummes Ding läuft, kann man es nur aufklären, indem man darüber redet. Leider hat Kasi sich dafür entschieden, alles hinzuschmeißen. Er hat einfach gekniffen. Ganz genau wie du. Wir sehen uns, Fillmore. Denk dran, Schweigen ist nicht immer Gold. Warte, Ingrid. Diese Kerben hier stehen für insgesamt 6 Leute, deren Leben ich zerstört habe. Es war in der 6. Klasse. Ich hatte meine Höchstphase als Krimineller. Da ich schon immer ein guter Minigolfer war, wollte ich in die Schulmannschaft. Leider hatte ich keine weiße Weste und deswegen durfte ich gar nicht erst zeigen, was ich konnte. Und weil sie mich nicht haben wollten, hatte ich beschlossen, sie fertig zu machen. Und zwar alle. Ich forderte das gesamte Team heraus und zwang sie, alles zu verwetten, was sie besaßen. CDs, Videospiele, Trophäen, egal was. Es ging mir nicht um die Wertsachen. Es ging mir nur darum, ihnen das Spiel kaputt zu machen. Ingrid, Minigolf läuft zu 100% über den Kopf. Mein Spiel bestand darin, sie mental fertig zu machen. Ich konnte sie mit meinen Schlägen wunderbar manipulieren. Meine Schwünge sahen langsam aus, aber in Wirklichkeit schlug ich blitzschnell zu. Es sah aus, als ob die Windmühle stillstehen würde. Die wussten überhaupt nicht, wie ihnen geschah. Ich habe sie alle geschlagen, alle vernichtet. So, dass am Ende nicht mehr viel von ihnen übrig war. Ich habe sie so vorgeführt, dass sie nie wieder einen Schläger angefasst haben. Und ich hatte mir geschworen, es auch nie wieder zu tun. Aber Fillmore, das ist doch schon ewig lange her. Das, was du da getan hast, war wirklich schlimm. Und dein schlechtes Gewissen ist der Preis dafür. Aber lass nicht zu, dass auch andere dafür bezahlen müssen. Du bist doch der Einzige, der Biggie Paroli bieten kann. Du kannst ihm das Handwerk legen. Wenn du kneifst, kannst du gleich noch ein paar neue Kerben in deinen Schläger machen, klar? Hallihallöchen, liebe Minigolf-Fans. Herzlich willkommen zum zweiten und letzten Tag der X-Middle School Open. Ach, es gibt doch nichts Leckeres auf der Welt als einen heißen, frischen Pfannkuchen mit viel Puderzucker. Obwohl, noch besser ist einem Trottel das Heft Nummer 76 aus der Human-Reihe abzuzocken. Wer war das? Alles Paletti, Kumpel? Bist ein bisschen blass um die Nase. Oh Mann, was hast du bei dem Turnier noch zu suchen, Fillmore? Ich hab doch gehört, der Fall ist abgeschlossen. Richtig. Ich bin auch nicht im Auftrag der Security-Teams hier, sondern als Spieler. Beantworte mir eine Frage. Macht mich das eher weniger gefährlich für dich? Oder noch gefährlicher, Biggie? Ich freue mich aufs Spiel, Sportsfreund. Jetzt wird's spannend. Die Tafel zeigt, dass Buena Vista nur noch einen Schlag hinter Chilton liegt. Wenn ihr das bevorstehende Loch 2 Schläge unter Paar spielt, ist Buena Vista die größte Überraschung des Jahrhunderts. Aber gut, liebe Freunde, warten wir's ab. Lassen wir uns überraschen. Diese Bahn nennt sich der große Vulkan. Sie ist so gefährlich, dass alle Golfer auf dieser Bahn nur mit Helm antreten dürfen, meine Damen und Herren. So, jetzt geht's um die Wurst. Versuch nicht nur einen Igel als Matchwinner zu schlagen, sondern mach mal was ganz Abgefahrenes. Das Zauberwort heißt Backspin. Zieh eine richtige Show ab. Und dann wirst du als Sieger vom Platz gehen. Das verspreche ich dir. Noch ein kleines Schlückchen? Du wirst gleich für immer aus dem Verkehr gezogen. Was gibt's denn da zu lachen? Ach, ich musste gerade an dich denken, mein Schätzchen. Hey, was machst du da? Nichts, ich hab dir nur eine Kopie der toreanischen Handschellen angelegt. Das sind die stärksten auf der ganzen Welt. Handelt sich hier um ein hochoffizielles Turnier. Es gibt keinen zweiten Versuch. Falls du gerade schreien wolltest, würde das nur Fillmores Konzentration stören. Und das wäre doch wirklich zu dumm. Oder stell dir vor, jemand würde auf einmal Chutney-Soße um sich schießen, während gleichzeitig ein riesiges Hubkonzert stattfindet. Donnerwetter. Yeah!
Buena Vista! Nein, ich verlange eine Untersuchung! Hört mir zu, der Mann hat sich unter Vorspielung falscher Tatsachen zum Turnier gemeldet. Glaubt mir, Leute, sein Name ist doch nicht Buena Vista. Er ist vom Security-Team. Was ist denn hier los? Biggie Clement hat durch Bestechung und fiese Drohungen die Golfer dazu gebracht, absichtlich zu verlieren. Fillmore hat mitgespielt, um ihnen das Handwerk zu legen. Und es hat geklappt. Und damit hat er nicht nur dieses Turnier gewonnen? Nein, er hat den Golfsport gerettet. Er hat etwas unternommen. Und es wird Zeit, dass ich dasselbe tue. Na, hat vielleicht einer von euch Lust, mich zu begleiten, wenn ich Biggie ins Büro des Security-Teams bringe? Oh ja! Yeah! Hey, Kompliment, die Handschellen sind Weltklasse. Danke sehr. Was guckt ihr denn alle wie eine Kuh, wenn's donnert? Uns hat irgend so eine komische Tussi namens Ingrid angerufen. Sie hat gesagt, wir sollen herkommen und was abholen, was wir verloren haben. Was meint sie denn damit? Ich wollte mich bei euch entschuldigen, Simon. Fillmore? Hier sind die Sachen, die ich euch abgezockt habe. Mit Zinsen. Was willst du von uns? Ich möchte es wieder gut machen. Und vielleicht ein kleines Spiel. Ein Spiel? Nur so zum Spaß? Ja, glaub mir. Nur so zum Spaß.